Die Schwarzspitzen-Riffhai-Dame Else zieht jetzt ganz alleine ihre Bahnen. Ihr langjähriger Partner Kurt ist am Wochenende verstorben. Die Ursache ist nicht bekannt. Hinweise auf einen plötzlichen Tod gab es im Vorfeld auch nicht. Der wurde einfach regungslos im Boden gefunden, am Boden gefunden und markenlos. Also dieses Tier hat vorher überhaupt nichts gefehlt. Die äußere Erscheinung, alles wie immer, alles perfekt. Am Freitag auch noch sehr gut gefressen. Also für uns wirklich sehr, sehr überraschend. Die Sorge gilt jetzt dem verbliebenen Schwarzspitzenriffhai. Hatte Else doch seit 2004 mit Kurt im Tierpark Hellerbrunn zusammengelebt. Also wir haben es beobachtet, weil wir auch gedacht haben, warum? Nein, die zieht ihre Bahnen nach wie vor, die ist interessiert an Futter. Wenn wir tauchen, ist die nicht nervöser oder benimmt sich wirklich wie vorher. Also da ist kein Unterschied festzustellen. Schon bald will man innerhalb des europäischen Erhaltungszuchtprogrammes einen passenden Partner für Else finden. 2012 kam das Pärchen vom 35.000 Liter Becken in dieses Hightech 100.000 Liter Becken, gesteuert von 4 Computern. Man erhoffte sich Nachwuchs, doch der kam nie. An der Beckengröße lag es offensichtlich nicht. Klar, also man kann immer sagen, umso mehr Platz habe ich, deswegen wird hier geschummelt. Und im Prinzip weiß der Hai jetzt nicht, der schwimmt gegen Strömung. Das sind 4 Strömungspumpen, die laterarische Strömungskanäle geben, sodass der Fisch auch an ihre, das heißt, diese Strömung geht rechts und links ganz gerade an den Haifisch vorbei, sodass seine Seitenlinie nicht gestört ist, keine Wirbelung entsteht. Und der meint, der schwimmt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Mehr Gefahren erwarten den Schwarzspitzenriffhai im offenen Meer. Lärm von Schiffen und die Wasserverschmutzung sowie im Wasser bereits zersetztes Plastik haben die Haiart stark dezimiert. Der Schwarzspitzriffhai, das ist halt einer, der auch, wie gesagt, bis zu einer Tiefe, also ganz nach vorne kommt, an Riffskanten und so erscheint und deswegen auch leichter zu befischen ist. Und das wird halt immer wieder passiert. Die genaue Zahl Wasser und Wildfänge, weiß ich, kenne ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, leider wird immer noch befischt und die Finne raus oder aufgeschlitzt, die Jungen raus und für den Markt hergenommen und so. Gott sei Dank wird das sehr, sehr, sehr stark kontrolliert mittlerweile. Und Zoos selber kaufen keine Wildfänge mehr. Es wird nur noch ein Tausch oder Austausch gemacht, so dass diese ganze Quelle schon mal verschwindet und dann irgendwann auch kein Interesse mehr da ist, diese Fische zu befischen. Sollte bald ein neuer Partner in Hellerbrunn Einzug halten, so ist die Nachwuchshoffnung gering. Auch Else hat bereits über 20 Jahre auf dem Buckel. Ein Paarungsakt sei sehr stressträchtig für das Muttertier und in noch größeren Becken mit bis zu 3 Millionen Liter Wasser zur Nachzucht besser geeignet.